Nice one. Oh, was geht? Einen wunderschönen zusammen. Wir sind heute auf dem Area M Festival. Mein Name ist Pedif und wir machen heute ein klassisches, entspanntes Gaming-Video. Oder sagen wir mal ein Airsoft-Gameplay-Video. Bin mal gespannt, wie es läuft. Denkt dran, wäre mega nice von euch, wenn ihr ein Abo da lassen könntet, ein Like da lassen könntet, um halt die Projekte zu unterstützen, supporten. Sorry, bin noch ein bisschen müde. Denn wir hatten gestern Paydays auf Area M und ja. Jetzt ist es fertig, machen wir Ausrüstung packen und dann würde ich sagen, let's go. Nächster Spieltag. Ah, da ist mein Gürtel, mein Bell. Das ist das Man in Tiger Bell, den habe ich ein bisschen umstrukturiert. Das heißt kleineres IFAK und Granatentasche. So, passt chillig. Hab mega Bock heute. Bin halt nur ein bisschen platt, ein bisschen müde, nie so gut geschlafen, aber scheiß drauf. Und es ist heute sehr, sehr warm. Das heißt, heute wird man auf jeden Fall gut Saft beim Spiel. Ich habe noch mein Outfit von gestern und guck mal, wie das aussieht. Erstmal ist es noch voll nass und zweitens ist halt überall diese Salzränder. Ekelig. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich mit oder ohne spiele, aber ja, lieber mit, oder? Scheiß drauf. Das ist so richtig feucht, ey. Wer kennt's? Schön die feuchten Airsoft-Klamotten vom Vortag anziehen. Mega geil. So, Mädels, Waffen sind gekront. Jetzt gehen wir aufs Spielfeld. Wir haben ja, 11:45 Uhr. Hat ein bisschen gedauert. Hätte eigentlich schon lange losgehen sollen, ne? Eigentlich hätte schon lange losgehen sollen, ja. Wir haben heute bis 2 Uhr Zeit, weil danach fahren wir nach Hause. Schon etwa. Ja, und dann gucken wir mal, was wir heute noch so reißen können, ne? Spiel geht auf jeden Fall jetzt los, so in 5 Minuten. Mal gucken, ob heute die Rauch zum Einsatz kommt. Muss. Muss die mehr schmeißen. Ja, das wäre geil. Verlustängste mit meiner Smoke. Ja, bares Geld verbrennen. An der Holzsäge ist einer. Ah, die schießen hier hin. Ja gut, wir hatten jetzt an dem Tag zwei verschiedene Spielmodi. Der erste Spielmodus, den wir jetzt starten, den wir jetzt gerade hier zu sehen bekommen, ist einmal der, dass das Team mit den meisten aufgegangenen Flaggen gewonnen hat. Heißt, es gab einen Punkt, wo Flaggen aufgegangen werden mussten. Ein Team musste verteidigen, das andere angreifen, hin und her. Und da ging es einmal letztendlich darum, wer von uns hängt die meisten Flaggen auf und gewinnt. Wir brauchen noch drei. Ich habe halt hier gar keinen Sichtkontakt. Der Dorn? Ja, okay. Eine Smoke wäre geil. Ja? Du hast dann auch relativ zügig gemerkt, dass es wirklich in kürzester Zeit immer voller und voller wurde. Natürlich, klar, jeder möchte seine Bändchen aufhängen, ne? Und uns blieb am Ende keine andere Wahl mehr, als alles zuzusmoken, damit wir noch unsere Bändel aufhängen konnten. Oder werft die einfach zum Pilz, ich sehe auch da. Already? Gar nicht mal so schlecht. Leer. Ja, jetzt habe ich meine Smoke nicht drauf. Schade. Ich hab's noch drauf, alles gut. Kann ich dir schicken zur Not. Versuchen gerade so viele Fahnen wie möglich anzubringen. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Wer die meisten Fahnen dran hat. Und jetzt pushen wir einen nach vorne. Einer, oder? Ha? Hinter dem Kapuff ist auch noch einer. Da vorne, ja.
ganz hinten durch. Zwischen den Bäumen. Okay, den sehe ich nicht. Also ich sehe, wo er hinschießt, aber ich sehe ihn nicht. Komm noch nicht durch. Ne, ich sehe den nicht. Krass. Der hat da wieder hingesetzt. Ah, okay. Der Kopf da. Das Kugelverstärker. Ja. Da unten links geht einer. Da sehe ich doch. Ja, ich sehe einen laufen, ja. Aber der ist zu weit. Ah, da hinten kommt einer durch den Wald. Ja, ja. Aber der ist gut weit weg. Mayo, 11 Uhr bei dir. 50 Meter, 40. Ja, die kommen von alle da, ne? Die wollen alle hier hin. Ja, die kommen also, unten ganz vorne, die kommen von da aus ja. Hoch. Deshalb laufen die meistens immer so hoch. Das ist, eigentlich haben wir jetzt hier eine gute Ausgangsposition, weil sie jetzt hier ran müssen auch. Ey, die Stellung, die war so dermaßen umkämpft, das ist unfassbar. Und ihr habt selber gesehen, oder ihr seht selber, ich krieg da so gut wie nichts getroffen. Ich habe mich so geärgert, ich brauche auf jeden Fall einen größeren Scope, sage ich jetzt schon. Ja. Und dann werde ich von irgendwo, keine Ahnung, rausgenommen. Boah, hab ich da einen Hass bekommen. Hit! Fuck, von wo, Alter? Ist halt die Frage, wer ist jetzt eher da, ne? So, Mission Kraftwerk, so lange wie möglich das Kraftwerk halten. Das ist the mission. Ist da schon Kontakt? Theoretisch gesehen könnten die von da... Nee, die sind noch einen höher. Hier wird nichts sein. Nee, nee. Einen kann man noch hochgehen. Mayo, komm mit. Wow, ich geh zurück. Nee, da ist heiß. Das ist mir zu heiß. Die schießen schon hier runter. Nice. Da kommt was. Achtung, oben zwischen den Bunkern. Nice. Wieder links vom weißen Container. Das sieht er nicht. Nee, die kommen alle von links. Also da, wo wir eben rausgeguckt haben aus der Kuppel. Da und dann rechts hoch. Da sitzen sie irgendwo. Ja, ich sehe den. Weißer Container, links. Ja, der schießt sie durch die ganze Zeit, der aimt die ganze Zeit hier drauf. Ja. Ja, ihr seht es ja gerade schon. Das eine Team kommt von oben nach unten und wir müssen halt von unten nach oben. Ziel ist es, Village einnehmen und dann das Village so lange wie möglich zu halten. Ja, nach dem Schussgefecht wurde mir dann so ein bisschen langweilig, weil ich natürlich wieder nichts gesehen habe. Was mache ich? Ich dumme Sau. Ja, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, ich denke mir so, ach komm, weißt du was? Sollen die da mal schießen? Ich mache da mein eigenes Ding. Mal gucken, was da so passiert. Mach einen auf möchte gern Mission Impossible. Ja, latsch alleine darum. Karma bestraft jeden von uns, würde ich mal sagen, an der Stelle, ne? Hit! Hä? Ha? Oh. Wurde einmal getroffen. Jetzt bin ich wieder hier. Wie ist die Position? Wie ist die Lage? Die komplett unter Kontrolle. Also echt? Wir können nicht weiter vor, weil der Spawn halt dann da kommt irgendwann. Ja. Also ja, haben wir die eingekesselt, kannst du sagen. Ja. Geil. Gute Ausgangsposition. Alle, also das gegnerische Team komplett im Schacht. Hier ist alles zu. Position haben wir und das ist jetzt die Straße vom Spawn. Wie sieht's aus? Haben wir im Schacht? Ja, ja.
Sehr geil. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir an dem Spieltag extrem viel Glück hatten. Also wir hatten so geile Ausgangsposition. Ja. Ihr seht selber, wir haben die komplett eingekesselt. Ich weiter vor, weil sonst sind wir hinten zu nah am Spawn. Eigentlich nur aufhalten. Geil. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Und was macht der Paddy natürlich wieder? Er geht wieder seinen eigenen Weg und denkt sich, ach, das ist mir zu langweilig, ich brauche ein bisschen Action, ich treffe ja so wenig, ich sehe ja so wenig. Ja, also will ich noch weiter vorne pushen zum gegnerischen Spawn. Warum komme ich immer noch auf solche Ideen? Das ist so unfassbar, ne? Ich könnte kotzen. Ja, gesagt, getan und naja, was willst du da machen, ne? An der Stelle. Ja, hier hast du auf jeden Fall einen guten Blick auf den Bunker. Aber ein höher wäre noch gut. Kontakt. Hit! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ey, ich bin schon! Was ist los? Gewinn ist geil, Junge. Gewinn ist geil. Ich war da vorne. Ist gut, ich würde da die Hand nicht so raushalten. Wo sind die denn von wo? Da, wo der Rauch ist. Okay. Die haben gerade nur böse eine Packung gekriegt bei ihrem Ansturm. Geil. Sehr schön. So. Ja. Hier haben wir genug. Gut, Leute, du willst, kannst du mal kurz gucken. Wenn du hier links rum gehst, da gibt es noch welche. Vielleicht ein bisschen nach links auch, wenn die Pumper sind, dann verfolgen wir, dass die Erde ein bisschen gekommen sind. Gucken, dass die nicht hier ran sind. Hier kommt der Test, den wir hier verteidigen. Da läuft die Zeit. Die verteidigen wir jetzt sehr, sehr gut, seit einer halben Stunde. Das gegnerische Team kommt nicht ran, gar nicht. Du kannst die Füße von dem Dude hinter dem Holzdeckel raus. Da, guck, der bewegt sich. Nee, wenn du sagst, du schießt nach vorne oben schon die ganze Zeit, dann bringt das ja nichts. Ich bin vorne gesessen an der Ecke und hab da aufgestellt. Ah, geil. Dann würde ich mich wahrscheinlich zu dem gesellen. Ich gehe mal nach vorne. Ja, klar. Ja, passt. Lass mal weiter in den Vor. Hinter den weißen Container, da die Matratzen oder was das ist. Ja. Da stehen zwei, drei Leute weg dahinter. Alles klar, danke dir. Ey, ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Ne? Wirklich von unten bis oben hin komplett in einer Linie alles gut. Mal gucken von hier vielleicht. Wir haben in dieser letzten Runde so dermaßen dominiert. Da gehen auch an der Stelle auf jeden Fall mal dicke Props raus an alle Spieler, die dabei waren. Gerade auch die Runner, die uns teilweise so den Arsch gerettet haben. Natürlich geiler Backup gewesen von den Sniper-Schützen. Also dickes GG, verdammt geil gespielt, geile Konstellation. Hat so dermaßen Bock gemacht. Auch wenn ich selber, sage ich mal, jetzt wenig Treffer hatte. Ja. Nice one. Steiner? War es deiner? Ja. Geil. An der Stelle denkt bitte daran, einmal den Abo-Button zu drücken. Ja, das typische YouTube-Gelaber, aber es ist einfach ein Fakt. Jeder Creator benötigt so viele Abos wie möglich, denn damit ist das geht jetzt eher Richtung Ende. Also gerne einmal Abo durchschallern und Like da lassen. Kontakt, Pyramide, Bunkerhöhe. Da ist gerade einer Sichtkontakt. Jawoll! Wuhu! Nice! Das war eine gute Runde, oder? Ja, war eine sehr gute Runde. Da kommt die Gier. So, die Gier kommt. Also, letzte Mission war die.
am Kraftwerk, das Kraftwerk erobern und halten. So, haben wir auch geschafft. Dieses Mal hatte Blau gar keine Chance. Ah, aber hat Spaß gemacht, war gut. Zweites Spiel, Area M. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, Mayo, wir machen jetzt Feierabend. Ausziehen, rauchen, trinken, umziehen. Geht's ab nach Hause. So, Kuss fürs Abonnieren. Ja, Kuss. Lasst euch gut gehen, haut rein.